Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Drogerie-Haul, also ich habe sowohl bei Rossmann als auch bei DM gekauft. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Bei DM habe ich Produkte gekauft, die ich einfach nachgekauft habe und die mir so ins Auge gestochen sind, während ich bei Rossmann hauptsächlich so ein bisschen was geholt habe, was für ein Tauschpaket war. Also, liebe Lady, ich will es noch gar nicht so laut verraten, beginnt mit A, falls du dieses Video siehst. Ja, am besten nur den DM-Part gucken. Den zeige ich dann zu Anfang, ne? Und den Rossmann-Part zeige ich dann zum Ende hin. Ja, so machen wir das. Bei Rossmann, Quatsch, DM, nachdenken, habe ich mir dieses Teelichthalter-Gedönschen geholt, weil ich genau dieses hier schon in so einem rosa Tönchen habe, so ein Altrosa. Das gab es letztes Jahr und dieses Jahr gibt es in Weiß. Und dann habe ich mir gedacht, dann habe ich zwei und dann habe ich meinen Spleen beruhigt und habe dann quasi das, ich brauche irgendwie gefühlt von allem immer Pärchen. Ich bin die Arche nur, jetzt mal aus, ich sag euch das. Gibt ein ganz schönes Licht. Du kannst entweder ein Teelicht reinmachen oder du machst da ein bisschen Dekosand rein und dann halt so eine Stumpenkerze. Ist auch ganz cool. Und es ist ein schönes Windlicht auch für draußen auf dem Gartentisch oder so. Deswegen, das hat mir gut gefallen. Auch schon letztes Mal 15 x 12,5 cm. Also das ist halt nicht so klein und nicht so groß. Ich finde, es ist genau passend von der Größe her. Deswegen durfte das mit. Es gibt jetzt irgendwie gerade dieses Naturthema, sowohl bei DM als auch bei Rossmann. Und bei DM habe ich da halt geguckt über diese Seite, ne, wo dann diese ganzen DM Pro Climate Sachen vorgestellt worden sind. Natürlich habe ich mir zuallererst das Klopapier mitgenommen, weil Leute, ihr wisst, Klopapier geht immer. Was witzig ist, hier sind, man sieht es aber glaube ich gar nicht, hier sind halt so Füße drauf eingestampft. Und es hat ja auch was mit dem CO2-Fußabdruck zu tun, ne? Deswegen ist es irgendwie ganz witzig und ja, es sind zwei Lagen, umweltneutrales Produkt, Toilettenpapier, 8 Rollen a 260 Blatt, gönnt euch hart, Leute, ne? Das ist Klopapier, brauchen wir immer mal wieder. Dann gab es auch diese witzigen Produkte, das ist einmal Spülmittelkonzentrat Ultra, also halt wirklich einfach Spülmittel. Unser Spülmittel packen wir sowieso in unseren berührungsfreien Spender. Und also entweder machen wir das Spüli oder Seife rein und dann ist es für uns relativ Pelle, ob wir da jetzt so eine Verpackung nehmen oder ob das halt eine Hartplastikverpackung ist oder so. Deswegen, das kannst du viel besser auch dosieren, das kannst du dann auch zumachen, ne? Das nimmt weniger Platz im Vorratsschrank weg und so. Deswegen macht das einfach Sinn. Ich weiß nicht, ob das einen bestimmten Duft hat oder sonst irgendwas. Ist ja eigentlich auch Pelle, weil es einfach Spülmittel ist. Und ich finde es nice, dass es irgendwie klimaneutral ist oder umweltneutral, steht drauf, ne? Etwas, was ebenfalls Pelle ist, wie es von der Verpackung aussieht, ist das Colorwaschmittel. Und das ist das Colorwaschmittel Konzentrat mit Flecklöseformel, Farb- und Faserschutz. Ja, auch das, ne? Reicht für bis zu 33 Wäschen. Fand ich auch nice. Warum einfach nicht, ne? Und deswegen habe ich mir da ein bisschen was aus der Reihe mitgenommen. Um dann einfach auch ein bisschen umweltfreundlicher zu leben. Ich verursache durch mein Hobby mit dem ganzen Beauty-Kram sehr, sehr viel Müll. Das wissen wir alle, das sehen wir auch in den Aufgebraucht-Videos. Aber ansonsten in meinem regulären Leben, in meinem normalen Alltag versuche ich wirklich sehr, sehr umweltfreundlich zu sein. Sei es mit dem Garten, sei es selber irgendwelche Sachen draußen im Garten anzubauen oder wie auch immer, ne, wie man halt so lebt, wenig Energie zu verschwenden oder sonst irgendwas. Und das finde ich halt einfach wichtig. Und dann, ja, mit den Haushaltsprodukten versuche ich halt entsprechend drauf zu achten. Was Beauty angeht, ist es halt super schwer. Und da muss ich auch einfach sagen, das ist die Freiheit, die ich mir ein Stück weit nehme, so blöd wie sich das anhört. Meine Leiche, die ich einfach im Keller habe, ne? So, dann habe ich hier noch etwas und zwar, ich habe hier nur, ja gut, ne, es sind nicht nur, ich habe hier auch sehr viel dekorative Kosmetik, Leute, das kommt noch im Laufe der Zeit. Profissimo Mikrofaser Hochglanz Oberflächentuch, besonders oberflächenschonend mit weichen Hochflorfasern. Das fand ich sehr ansprechend, nicht nur, weil es grün ist, sondern weil sich das einfach total toll angehört hat. Das Tuch eignet sich optimal zur Reinigung von Hochglanzfronten und lackierten Oberflächen. Also wir haben sehr viel Glas bei uns. Und da habe ich mir gedacht, dass das vielleicht auch Sinn ergeben würde. Also, ja, deswegen, ne, besonders oberflächenschonend mit weichen Hochflorfasern. Also weich, definitiv mega angenehm.
Bei 40 Grad kannst du es waschen, am besten nicht in den Trockner schmeißen, muss ich aufpassen. Separat oder mit ähnlichen Farben waschen, bis 40 Grad, keinen Weichspüler verwenden, nicht in den Trockner geben. Alles klar. Ja, das ist halt so ein Tuch, ne? Finde ich cool. Ja, wir arbeiten, also wenn wir halt putzen, ne, dann machen wir halt auch immer mit solchen, dass wir Tücher nehmen zum Putzen und so. Also fühlt sich super angenehm an. Sehr flauschig, fast schon wie so ein Handtuch oder so. Fusselt jetzt natürlich, aber nach der ersten Wäsche wird es verschwunden sein. Ich hatte ja eigentlich immer meinen Waschball, den ich genommen habe. Zu Corona-Zeiten habe ich das Ganze dann ja eher wieder auf normales Waschmittel umgestellt. Ich möchte aber wieder zu meinem normalen Waschball hin, also weg von diesen ganzen Waschmitteln und so weiter. Und wenn Waschmittel, dann sowas wie hier mit dem Pro Climate, dass ich dann auch umweltschonende Waschmittel verwende, ne? So, dann habe ich etwas super Witziges gefunden und meine Kolleginnen und Kollegen tatsächlich auf Arbeit haben das auch direkt gesehen und fanden das sogar richtig cool. Zweimal die Woche fahre ich ins Büro, um dort halt vor Ort zu sein und zu arbeiten. Ansonsten bin ich die anderen 3 Tage im Homeoffice und arbeite von zu Hause aus. Wenn ich im Büro bin, muss ich halt fast die ganze Zeit Maske tragen, außer wenn ich alleine in meinem Büro und alleine an meinem Platz bin. Genau. Ist nicht so häufig, ne? Kommen halt ständig irgendwelche Menschen rein, weil wenn man gerade schon im Büro ist, geht hinten dann ja genauso wie mir, man redet miteinander. Das finde ich auch super wichtig und richtig. Dann setze ich mir halt die Maske auf. Ich finde es aber total öde, immer mit dieser weißen Maske da zu sitzen und jeder hat immer dieses Einheitsbrei-Gedönsen an. Ich wollte dem Ganzen so ein bisschen mehr Pep geben und ich wollte es auch irgendwie so ein bisschen tragbarer, schicker für mich selber machen und ich wollte es ja praktischer machen, weil immer Maske rauf, Maske runter, Maske rauf, Maske runter. Da habe ich gesehen, dass Ebelin ein Maskenband anbietet. Jeder kennt ja diese Brillenbänder, ne? Also da waren auch so Adapterviecher, die ich natürlich verloren gemacht habe, mit dabei. Du kannst es aber auch als Maskenband verwenden. Und das fand ich so geil. Ich habe jetzt ja mittlerweile auch mir die schwarzen von DM geholt. Ne? Die sind übrigens richtig toll. Und das hier ist die Maskenkette. Also normalerweise, die Brillenketten, das fand ich damals, ich fand es witzig, ne, wenn Leute sowas genommen haben. Ich habe mich darüber amüsiert. Aber Leute, wenn man selber eine Maske oder eine Brille permanent aufsetzen muss, dann möchte man zum einen etwas haben, was halt ein bisschen ist. Sieht aus wie eine Kette, das finde ich total schön. Gibt es auch in verschiedenen Versionen dort. Und wenn ich mir dann halt die Maske aufsetze, ganz normal, Maske rampapam, tüdelülü, und wenn ich sie dann halt mal nicht brauche, dann hängt sie halt wie so ein Portemonnaie damals, als man alleine irgendwo war, ne? Hängt sie dann so am Hals. Finde ich aber nicht schlimm, weil es ist praktisch. Ich kriege die so oft verloren, wenn ich dann halt an meinem Arbeitsplatz sitze. Weil wenn ich auf Arbeit bin, dann habe ich da auch relativ viel meine Ordner um mich stehen, mein Laptop, mein Kram, mein ganzes Rampampam. Und während ich arbeite, ist meistens alles immer durcheinander und nach wird es immer ordentlicher. Aber ich habe dann sehr oft meine Maske verbuddelt. Und so hängt sie mir halt immer um den Hals. Und ich kann sie direkt, wenn jemand mein Büro betritt, aufsetzen. Und es ist halt irgendwie noch mit dieser Kettengeschichte noch ein schickes Accessoire dabei. Die hat jetzt irgendwie 4,50 € oder so gekostet. Und das finde ich absolut in Ordnung. Ne? Also wie gesagt, kann ich euch nur empfehlen. Ich denke, dass auch weitere Firmen, wie auch immer, nachziehen werden. Aber bei Ebelin war das jetzt das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Und das ist halt befestigt mit so Häkchen. Also das ist halt wie so eine Schließe von einer Kette tatsächlich, ne? Und das ist auf beiden Seiten. Und an diesem Vieh dran war halt auch noch, ich habe nur noch eins davon, das andere habe ich verloren gekriegt, so ein Gummivieh, dass man das theoretisch auch durch die Brille hätte ziehen können. Ja, aber ich wollte jetzt nicht 2 Ketten haben. Das war mir dann ein bisschen zu viel, ne? Weil dann hättest du ja theoretisch eine für die Maske, eine für die Brille. Das, nee. Also so finde ich das halt echt praktisch. So, jetzt ein bisschen dekorative Kosmetik mal zwischendurch, wo wir ja schon bei Fashion sind. Maxim hat ziemlich von Elf geschwärmt. Er hatte da die Foundation vorgestellt und halt auch gesagt, wie toll die ist. Deswegen musste ich die natürlich nachkaufen. Habe ich mir in der Farbe Pearl geholt. Dieses kleine Schätzelein. 20 Milliliter sind da nur drin, das ist echt wenig. Aber die möchte ich mal ausprobieren. Finde ich echt cool. Die sieht auch sehr, sehr, sehr passend aus. Muss ich ausprobieren. Also, ne, mega geil. Und dann habe ich mir auch noch den Primer geholt. Puff Puff Primer. Warum habe ich ihn geholt? Wahrscheinlich wegen dem Namen. Ja, oh, Gesichtsprimer. Das ist mit Hanf, Cannabis Sativa und der soll nährend sein. Der ist cruelty-free und vegan. Fand ich nett, fand ich nice, hat mich angefixt, habe ich mitnehmen wollen, habe ich mir bestellt. Und das ist halt so eine Tube, aber gleichzeitig mit so einem Pumpspender und das feiere ich, das finde ich gut, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich dadurch dann auch mehr Produkt rauskriege. Ist aber irgendwie alles irgendwie, oh,
besser funktioniert. Habe ich den Deckel vergessen? Ja, der steckt hier unten noch drin. Raus! Raus! Hallo? Hallo! Kommen Sie! Muss ich jetzt das ganze Ding aufreißen, um an den Deckel zu kommen? Wahrscheinlich. Okay. Ja, der steckt unten sehr, sehr fest drin. Hallo. Unglaublich. Hat er sich hier reingemopst. So schaut der Primer aus. Ich habe mir natürlich noch mehr von e.l.f. geholt, und zwar das Halo Glow Setting Powder. Das habe ich mir geholt, weil ich mag gerne Setting Powder. Ich mag es gerne, dann natürlich mein Gesicht zu setten, muss ich machen, auch wenn ich trockene Haut habe. Aber die meisten sind dann mattierend und dann trocknen die mir mein Gesicht halt noch mal mehr aus, als das es ja eigentlich schon ist. Ne? Und deswegen fand ich das nice, weil das soll ja auch noch ein Glow geben. Fixierpuder, ja, finde ich nett. Werde ich ausprobieren. Machen wir mal zusammen. Vielleicht kriege ich sogar irgendwann mal ein Fullface e.l.f. zusammen. Ich habe schon so viel von e.l.f., ne? Müsste eigentlich funktionieren. Den habe ich mir nachgekauft. Der ist nämlich aktuell auf meinem Schminktisch. Aber der nähert sich dem Ende und der ist auch einfach schon 2 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, ob ich den sogar aussortieren sollte. Auf jeden Fall habe ich mir von Catrice den Tensational 10-in-1 Dream Primer geholt, nachgekauft. Der ist so geil, wirklich, Leute. Wenn ihr dran kommt, holt ihn euch. Der macht wirklich tolle Sachen. Der gibt dir Glow, der gibt dir Hydratisierung von deinem Gesicht, der gibt dir Lichtschutzfaktor, Pflege, allen Rampampam, was du dir wünschst. Und ich finde den so toll, also kann ich wärmstens empfehlen. Richtig, richtig gutes Zeug. So, auch von Catrice habe ich mir 2 Mascaren geholt. Nein, ich habe nicht schon über 100 Mascaren. Ich brauche noch 2 weitere, ne? Bekloppt. Okay, also einmal habe ich mir diese hier nachgekauft. Das ist die, also meine Lieblingsmascara halt, ne? Die Catrice Glam & Doll Boost Lash Growth Volume Mascara. Also die hat ein integriertes Wimpernwachstumsserum mit dabei. Und wenn du die halt wirklich täglich anwendest, ja, wachsen deine Wimpern halt auch noch, ne? Also, ist voll geil. Das ist halt die graue Variante davon. Warum habe ich das jetzt in dem Ding gezeigt? Das kommt eh weg. Keine Ahnung. Ich finde sie super. Und deswegen habe ich sie nachgekauft. Die hat ein Gummibürstchen und die macht deine Wimpern so schön. Die macht die echt schön. Es ist für den Alltag halt auch gut geeignet. Es ist jetzt kein Wawawoom-Ergebnis. Ich verwende die gerne in Kombination zum Beispiel mit der L'Oreal Air Volume Mascara, die so ein sehr, sehr buschiges Kunsthaarbürstchen hat. Mega Empfehlung, Leute. Und die habe ich mir geholt, die möchte ich tatsächlich im Alltag verwenden. Das ist die Glam & Doll Lash Colorist Mascara. Semi-permanent Darker Lashes in 2 Weeks. Das wollte ich wirklich mal ausprobieren. Die soll dir nämlich die Wimpern einfärben. Und wenn ich die halt wirklich jeden Morgen verwende, es ist cool, ne? Weil ich mag das. Also ich habe ja mittlerweile durch das Wimpernserum sehr, sehr lange Wimpern bekommen. Und wenn ich dann einfach nur, ne? Also ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, mir die Wimpern mal wieder zu färben. Habe ich damals in meiner Jugendzeit gemacht, als ich öfters mal im Ferienlager war oder so. Weil da schminkst du dich ja nicht. Aber ja, und wenn du dann halt so leicht eingefärbte Wimpern hast, finde ich das ultra. Die hat auch ein Gummibürstchen, das schaut so aus. Das ist aber etwas mehr voluminöser und länger als das von der Lash Growth Mascara. Und die wird jetzt in tägliche Routine kommen. Und dann werde ich euch halt mal am Ende der Nutzungsdauer davon berichten und euch zeigen, inwiefern sich das verändert hat. Ja, was ich mir dann zuletzt noch geholt habe, ist von Evelyn 200 Kosmetiktücher Recycling. Und das 2-mal. Weil das ist halt etwas, wenn ich bei DM oder bei Rossmann mir was hole, das bestelle ich halt immer mit. Also das sind halt, das ist mein, brauche ich halt immer Gedönsen. Nicht unbedingt hier am Schminktisch oder so, sondern das ist viel mehr für, wenn wir das bei uns in der Wohnung stehen haben. Man hat es öfter mal, dass man sich die Nase schneuzt, dass man beim Essen rumgesaut hat. Eben kam mein Freund auch rein und fragte, was wir heute Abend essen wollen, und wir bestellen uns gleich einen Döner. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jeder von uns davon so ein Ding benutzen wird. Ich verwende sowas lieber als ein Ceba zum Beispiel, weil zum einen, du hast hier wirklich ein recyceltes Produkt, dann hast du hier es wirklich hübsch, du kannst es hier immer so rausziehen und die sind weicher. Ich finde es angenehmer, wenn man da irgendwie was macht oder wenn man halt mal was wegwischen muss, wenn was umgekippt ist oder so. Die haben wir halt gefühlt überall rumstehen, dass man da halt einfach Zugriff drauf hat. So, und jetzt kommen wir zu dem Rossmann-Haul. Da bin ich, ja, wie ein kleines Kind im Spielzeugladen eskaliert, um das mal so zu sagen. Und wir beginnen auch mit dem ersten Produkt, was eben genau dieses Thema widerspiegelt. Und zwar, kommt aber definitiv ins Tauschpaket, Kinetic Sand Shimmer 3-Pack Brilliance 3 Colors. Bam! Das ist kinetischer Sand. Und eben, als mein Freund hier reinkam, um nach dem Döner zu fragen, sah er ihn.
hier auf dem Tisch stehen und sagte, oh, du hast chinesischen Sand gekauft? Ich sage, ja, aber nicht für uns, das gibt das Tauschpaket. Soll ich dir auch welchen holen? Nee, nee. Wir haben das halt öfters mal im Fernsehen gesehen und dass es halt so als Freizeitbeschäftigung dient. Und hey, selbst wenn man um 30 ist oder über 30, Mitte 30, wie auch immer, kann man sowas doch trotzdem noch verwenden. Und ich fand es halt super witzig und deswegen durfte das mit. Wird aber leider, leider nicht hier in diesem Haushalt bleiben, auch wenn mein Freund darüber wahrscheinlich sehr traurig sein wird, ja. Machst du nichts dran. So, etwas, was wir, oder ich vielmehr, das ist etwas, was so, das sollte man alleine verwenden und nicht als Paar. ich merke einfach, dass ich weiß nicht, ob das vom Maske tragen kommt oder ob das generell von dem vielen Reden kommt, weil ich halt viel hier sitze und rede oder am Telefon rede. Ich kommuniziere in letzter Zeit super viel, auch mit meinen Kollegen und so, egal. Ich habe immer dieses Gefühl von einem Pappmaul. Und ich denke auch immer, dass ich Mundgeruch habe. Deswegen esse ich auch relativ viel Kaugummis oder nehme mir mal einen Tic Tac zwischendurch oder so. Und jetzt habe ich mir auch etwas geholt, das ist ein Zungenschaber. Das hatte mir auch schon mal meine Zahnarzthelferin des Vertrauens empfohlen. Ich hatte auch mal einen, ich habe ihn nur verloren bekommen. Ich weiß nicht, wie ich das immer hinkriege. Das ist ein großes Teil, ne? Ich habe es verloren gekriegt. Läuft bei mir. 95% recycelt, auch das ist cool. Made of bio-based plastic und das ist halt einer, den ich jetzt in Anwendung nehmen möchte. Fand ich einfach cool. Und dann hast du halt hier so einen Kram. Damit schabst du dann über deine Zunge. Ich will meinen Lappen jetzt nicht in die Kamera halten, weil irgendwie habe ich Angst, dass es nicht schön aussieht. Guck dich mal im Spiegel an und streck deine Zunge ganz weit raus und guck dir deine Zunge an. Die ist nicht so wunderschön rosa immer, wie man denkt, ne? Vor allem, wenn man viel Kaffee trinkt, so wie ich. Genau, und deswegen wollte ich die einfach mal nehmen. Ja, habe ich dann dementsprechend auch mitgekauft für mich. Dann hat auch Isana diese Geschichte, ähnlich wie das hier bei DM aktuell der Fall ist. Boah, hier fallen gleich die ganzen Kartons runter. Ich muss eben das Klopapier zur Seite stellen. Die haben ja dieses ProClimate und bei Rossmann gibt es das liebt die Erde. Zum Beispiel Isana liebt die Erde, das ist die Handcreme. Ja, und das ist halt 94% Inhaltsstoff natürlichen Ursprungs, 55% Recyclingmaterial mit Extrakten aus geretteten Pfirsichen. Und da ist halt eine Handcreme hier mit dabei. Ich finde, sowas findet man in gefühlt jeder Handtasche, ne? Das ist halt eine easy peasy Geschichte. Hier sind 75 Milliliter drin. Das kannst du einfach so gut mitnehmen. Genau. Schütze, was du liebst. Und ich mag das einfach, ne? Dass sie halt dieses grüne Thema sehr, sehr intensiv jetzt auch umsetzen. Auch wenn ich mir natürlich dann Sachen hole, wie hier zum Beispiel Nagellack, ist jetzt nicht unbedingt das grünste Produkt auf der Welt. Ja, ja. Von Catrice habe ich mir geholt Stronger Nails Strengthening Nail Lacquer. Das habe ich bei Nathalie Nord Beauty gesehen und das ist die Farbe 07 Expressive Pink. Und der hat so einen Schimmer mit dabei. Erinnert mich ein bisschen an diesen Nagellack, den ich hier trage. Der kommt aus einer Catrice Limited Edition. Den habe ich heute aufgetragen und den werdet ihr in einem anderen Haul mal sehen. Sieht sehr, sehr ähnlich aus, ne? Sehr, sehr ähnlich. Also das haben die sich wahrscheinlich an sich selber orientiert, um das mal so zu sagen. Aber hier hast du wirklich so etwas mit drin, ähnlich. Also ich benutze ja auch diese Nagel-Härter-Geschichten für meine Finger, weil die halt echt, seitdem ich keine Gelnägel mehr habe und halt jetzt auch gerade sehr häufig meine Hände desinfizieren muss, die sind sehr schlimm und brüchig. Und ja, genau, deswegen, da wollte ich dem entgegenwirken. Das ist ein ganz, ganz tolles Produkt, was ich einfach wunderschön finde. Und das ist die perfekte Frühlingsfarbe. Trage ich selber auch diese Farbe an sich, aber nicht die Farbe selbst, auf zwei meiner Finger, jedenfalls in ähnlicher Form. Ne? Also ich liebe dieses helle Mintgrün-Türkis für den Frühling. Und deswegen habe ich hier von Riva Loves Me fürs Tauschpaket gekauft. HD Gels On the Go. Da habe ich von Riva Loves Me schon verschiedene da und ich finde die total super. Die halten dir echt gut und ich mag die Farbe unfassbar gerne. Deswegen durfte der auch mit. Ebenfalls von der Marke, na nicht ganz, das ist jetzt Rival de Loop, habe ich etwas mitgenommen. Und zwar ist das eine Lidschattenpalette, auch die, ne? Tauschpaket, ihr wisst Bescheid. Brightside Eyeshadow Palette. Das ist diese hier. Wunder, wunderschön und so günstig. Die war runtergesetzt von 4,99 auf 3,99. Selbst 4,99 für diese Lidschattenpalette war schon krass. Du hast hier matte Töne drin, du hast Schimmertöne drin, du hast hier einen Ton drin, der so geflockt ist. Und ich denke, damit kann man halt wundervolle Alltagslooks schminken. Du kannst da für jede Jahreszeit einen Look draus zaubern. Und das ist schon eine coole Geschichte. Und
Preis-Leistung ist schon krass. Ich habe da schon ein paar Videos zu gesehen. Wahnsinn. So, dann habe ich hier aus einer Limited Edition oder aus einer neuen Limited Edition, die ich irgendwie noch gar nicht gesehen habe, von Essence, The Glowin' Golds, scheint eine neue LE zu sein, ein Produkt, und zwar mit Vitamin E, ein Baked Luminous Bronzer, habe ich in der Farbe 01 Live Life Golden, das ist dieser hier, und der ist mit zarten Schimmerpigmenten drin, aber nicht so mega heftig krass. Also die haben ja letztes Jahr, glaube ich, auch eine LE rausgebracht, wo die extrem Schimmer drin hatten. Das war ja diese Animal Print LE, keine Ahnung, wie die hieß. Aber so ist der jetzt nicht. Und der könnte vielleicht was werden. Sieht nämlich auf meinem Finger so aus, als wäre er nicht so ultra sichtbar. Das finde ich immer praktisch. Ja, das kann was werden. Die Glitzerpartikel, die da drin sind, sind schon sehr präsent, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Also die sind grob, ja, aber es ist nicht so, als würde jetzt meine ganze Hand schimmern. Das ist positiv. Genau, den werde ich auch ausprobieren. Dann habe ich mir geholt Mülltüten. Ja, das musste auch mal sein. Das sind von Rubin die Müllbeutel mit Zugband. 60 Liter passen dann super in unsere Ikea-Mülleimer, die du halt quasi unter dem Waschtisch hast, rausziehen kannst. Haben wir zwei große, zwei kleine. Eins, zwei, ja, haben wir. Und in die großen passen die halt super rein. Ne? Deswegen finde ich das klasse. Durften die mit. Das habe ich fürs Tauschpaket geholt. Ass-Spiele statt Name Land. Das kannst du auch für unterwegs nehmen, aber das ist halt auch einfach ein cooles Spiel, finde ich. Ne? Also ich liebe Stadt, Land, Fluss. Und das ist jetzt einfach mal ein bisschen was anderes. Etwas, was rot ist. Mhm. Ein Säugetier. Ach so, und dann werden immer Karten gezogen und da musst du was sagen dazu. Das finde ich witzig. Ne? Ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Dann habe ich mir einen Eyeliner gekauft, und zwar von Luvia. Ich habe jetzt gerade auf den Wimpern auch die Mascara. Hier. Weil auf der anderen habe ich die von Belle Hypoallergenic. Und die macht schon krasse Wimpern. Also das kann man nicht anders sagen. Das geht schon ab. Deswegen bin ich umso gespannter auf diesen Eyeliner, wie der so sich machen wird. Denn Luvia bringt ja Teile nach und nach raus. Eine Kugel hast du auch drin, das ist schön. Eyeliner Pen Deep Black. Ich warte noch auf das ein oder andere Produkt, um irgendwann mal ein Fullface schminken zu können. Aber ich habe einiges schon heute im Gesicht. Ich habe auch die Lidschattenbase heute verwendet. Super fein. Heidenei. Also da habe ich richtig Bock drauf. Müssen wir uns mal angucken. Aber das kommt dann in einem ähnlichen Video wie in dem, was ich heute gedreht habe und in meinem Gesicht trage. Fullface New In aus der Drogerie zum Beispiel. Ne? So. Übrigens auch aus der gleichen Essence Limited Edition, The Glowing Golds, habe ich dieses Body Shimmer Gel. Da bin ich sehr gespannt drauf. 01 Golden Glow, I Love You So. Okay, können wir uns ja mal angucken, wie das so aussieht. Kommt hier in der Tube. Ja, ich habe jetzt nicht rasierte Arme. Es tut mir sehr leid, Leute, aber ich rasiere meine Arme nie. Habe ich damals mal gemacht, fand ich nicht schön, habe ich gelassen. Und das kannst du dir zum Beispiel so auf die Beine geben oder auf den Oberkörper, auf die Schlüsselbeine. Da hat Fenty jetzt ja auch sowas rausgebracht, was so ultra sein soll. Und ja, es gibt einen leichten Glow. Aber auch nicht so super intensiv, wenn ich das jetzt mal so vergleiche, ne? Es geht. Riecht süß, riecht nach Kokos. Okay, und wenn ich jetzt ganz nah rangehe, sehe ich auch den Glitzer, den es hat. Ne? Aber auf den Beinen und auf den Händen. Auf den Beinen finde ich das eigentlich immer ganz schön, muss ich sagen. Da habe ich auch aus dem letzten Jahr noch von Trended Up was. Aber ne, sowas kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Genau. Der Sommer soll ja bald kommen. Ne? Aber erstmal muss der Frühling kommen. Dann habe ich auch aus der gleichen LE mir geholt die iHeart Extreme Limited Crazy Volume Mascara. Das muss ich mal ausprobieren. Ich hatte ja letztens eine davon verwendet, die ich echt nicht so gut fand. Und da habe ich mir gedacht, komm, dann gebe ich der Art von Mascara auf jeden Fall nochmal eine Chance. Und das hier hat ein langes Gummibürstchen. Das sieht schon mal interessant aus. Erinnert mich ein bisschen an die MAC Mascara, die ich auch aktuell noch in meiner täglichen Verwendung habe. Riecht soweit nach nichts. Das ist schon mal positiv. Ja, muss demnächst mal ausgetestet werden. Wobei, wenn ich das Schminki dazu drehe, dann ist die LE wahrscheinlich schon wieder raus. Und dann gibt es auch noch einen Lip Gloss, The Glowing Golds Caring Shimmer Lip Oil. Ich liebe Lippenöle. Da habe ich von Avon auch letztens eins aufgebraucht. Mega, echt mega. Und das hier hat auch noch so Schimmerpartikel mit drin. Riecht nach Pfirsich, aber so ein bisschen auch nach Reiniger. Das ist immer so ein bisschen hart an der Grenze, muss ich sagen.
Und ja, das hat schöne Schimmerpartikel mit drin, ist aber ansonsten eher klar von der Farbe her. Ja, kann ich mir gut für den Alltag halt auch echt vorstellen, ne? Dass man das so zwischendurch einfach mal aufträgt, finde ich ganz cool. Dann habe ich geholt von Isana die, upsala, hier ist das zweite Vieh. Wo ist denn jetzt das erste? Ich habe sie wiedergefunden, okay. Tada! Manchmal ergibt sich das alles mit der Zeit. Man muss nur warten, dann kommt es zu einem zurück. Okay, Isana Gelmaske Hyaluron Power, intensive Feuchtigkeit, belebend und vitalisierend mit Duo, Hyaluronsäure und Aloe Vera für feuchtigkeitsarme Haut. Sowas ist nie weg, ne? Und das habe ich halt auch natürlich fürs Tauschpaket mitgeholt. Genauso wie die Yuti iPad Mask. Ist ja in aller Munde gefühlt. Veggie Mixture, Gurkenextrakt, Hyaluron und Tigergras. Rar. Ne? Irgendwie gefühlt, jeder, der darüber spricht, findet die total super. Ich habe die einmal verwendet, ich fand sie okay. War jetzt aber nichts, wo ich sage, überragendes Ergebnis. Ich stehe halt mehr auf, wenn die so in Pöttchen sind. Eine Mascara habe ich auch noch geholt, aber die ist dann auch für die... fürs Tauschpaket, ne? Clean and Beauty Sensitive Mascara, 95% natürliche Inhaltsstoffe von Riva Loves Me. Das ist ein neues Produkt. Und das fand ich interessant, hat mich auch an Clean ID auch so ein bisschen erinnert. Ist aber sehr, sehr günstig gewesen, ne? Genau, deswegen durfte das halt auch mit, wie gesagt, nicht für mich. Etwas, was ich auch fürs Tauschpaket geholt habe, sind Ohrringe. Das sind so Unendlichkeitsohrringe, die sieht man jetzt leider nicht so, aber ich möchte sie eigentlich auch nicht auspacken. Die sind halt winzig klein, aber dann halt so silberne Unendlichkeitszeichen, die auch so klein, ne, so ein bisschen so Glitzer mit drin haben. Das finde ich ganz schön. Ja, für ein Tauschpaket auch echt schön. So, dann habe ich hier auch für die Mizis von ihr welche was mitgekauft. Winston Deluxe Traumtaschen Haut und Fell ohne Getreidezusatz, ohne Zuckerzusatz. Dass, wenn sie am Unboxing ist, dass ihre Mizis halt auch was zu tun haben und nicht leer ausgehen. Ich meine, heute ist Sammy gerade nicht an seinem Platz, weil Frauchen hier in Dauerschleife durchdreht. Manchmal frage ich mich echt, was reitet mich, sowas zu sagen, ne? Aber gut, auf jeden Fall hatte der halt eher Lust, im Wohnzimmer zu liegen, beziehungsweise draußen, weil die Sonne scheint. Ja, etwas, was ich halt auch immer mal wieder brauche, sind von Facel die So Free Slip-Einlagen normal, Oberfläche aus 100% Biobaumwolle ohne Farb- und Duftstoffe und das ist hypoallergen. Ich habe jetzt wirklich versucht, eine ganze Zeit ohne Slip-Einlagen über die Runden zu kommen, kann man das so sagen, ich weiß es nicht. Aber ich merke einfach, eigentlich brauche ich die schon, weil sonst fühle ich mich halt einfach unwohl. Wenn du gefühlt 20 Jahre lang oder so immer wieder halt Slip-Einlagen getragen hast und von jetzt auf gleich keine mehr trägst, weil ich wollte halt auf die Umwelt achten und ne, auf Slip-Einlagen verzichten. Ich fühle mich irgendwie merkwürdig, weiß ich nicht. Deswegen habe ich mir jetzt erstmal wieder was geholt. Dann habe ich auch, weil ich sie halt immer mitnehme, von Alouette Recycling Taschentücher mitgenommen. Das sind die 100% Recycling Viecher, ne? Genau. Kann man gebrauchen. So, ein paar Sachen habe ich hier noch und zwar einmal von Everdrop. Das ist ganz witzig. Everdrop habe ich durch die Yoga Junkies Box, ja, habe ich die kennengelernt, weil dort war ein Testkit drin, dass du quasi diese Flasche hattest und einen so einen Drop. Und die gibt es auch von DM, von Denk mit. Und genau, das ist aber der Originale, sage ich mal. Und hier ist es so ein Test-Täschchen, da hast du drei Reiniger drin, einmal für Bad, Glas und Küche. Dann nimmst du dir einfach, ganz einfach, alte, leere Flaschen, wo du vorher was drin hattest, machst du dann so einen Drop rein, Wasser mit rein und dann hast du den Reiniger. Und du hast viel weniger Müll und es ist umweltfreundlicher. Ist nice, ne? Also ich habe das auch als Badreiniger und als Allzweckreiniger bei mir. Ich muss sagen, als Badreiniger, natürlich, es entfernt nicht so mega krass den Kalk, wie das jetzt der mega hochchemische Bla-Reiniger machen würde. Aber nimmst du Essig. Auch das macht seinen Zweck und ist natürlich dabei, ne? Deswegen, also ich versuche beim Putzen jetzt auch mehr auf diese Umweltgeschichte zu achten. Und ja, deswegen habe ich hier so ein Dreier-Set mit dabei für den Haushalt. Dann habe ich zweimal geholt, einmal für mich, einmal fürs Tauschpaket. Wildflower Nail Stickers und da sind ganz schön viele drin. Das habe ich gar nicht so erwartet. Richtig geil. Das sind halt so Blümchen. Und ich denke, die werde ich mir auch noch über meine aktuell sehr bunten Nägel noch einmal drüber machen. Das sind einfach Blümchen, ne? Das bringt einfach Freude. Ich mag das. Es gibt Leute, die sowas kitschig finden. Es gibt Leute, die sowas kitschig finden. Ich lieb's.
Weißt du, ich mache viel sehr konform, sehr gesellschaftskonform, sehr, ich halte mich an alle Regeln und bin ernsthaft und aber ich möchte auch vielleicht ab und an mal so ein bisschen eskalieren dürfen und mache mir dann bunte Blumen auf die Nägel. Finde ich einfach wichtig. Es ist, also für mein Herz ist es wichtig. Dann habe ich noch zwei Sachen geholt, und zwar die Mix-Schokolade. Also zweimal habe ich es geholt. Einmal für mich, einmal fürs Tauschpaket. Das ist diese hier. Und das ist halt auch so ein natürliches Gedönsen, weil das irgendwas damit zu tun hat, dass man da nicht nur irgendwie, das ist irgendwie eine Retterschokolade, frag mich nicht. Stop Food Waste, einzigartige Kakaovielfalt, weil die da dann auch andere Kakaobohnen nehmen, damit nicht irgendwas weggeschmissen wird oder so. Habe ich noch nicht so ganz gerafft, aber fand ich irgendwie nett. Ist auch gut, ne? Habe ich nicht verstanden, fand ich trotzdem nett. Genau, plastikfrei und ja, ne? Die wird natürlich auch noch ausprobiert, ob die schmeckt, aber ich gehe da mal ganz stark von aus. So, und dann kriegt man, wenn man bei Rossmann bestellt, immer so ein Beutelchen dabei, wo was für Ume mit dabei ist. Da habe ich einmal von Cotonelle natürlich pflegenfeuchtes Toilettenpapier mit Kamille und Aloe Vera und zartem Duft. Na guck. Ja, ne? Wenn man Probleme manchmal hat, wenn man das so sagen darf, dann ist sowas echt ein Retter. Und hier steht auch drauf, 100% unbedenklich herunterspülbar. Ne, du kannst, glaube ich, auch nicht alles an feuchtem Toilettenpapier runterspülen, weil das irgendwie dann die Kanalisation verstopft. Ich habe da letztens noch einen Beitrag drüber gesehen, aber das macht normales Toilettenpapier auch, wenn man zu viel verwendet und zu wenig Wasser hinterher macht. Ist alles schwierig und Leute niemals irgendwelche Tampons oder Binden ins Klo schmeißen, das gehört sich nicht. So, dann habe ich hier noch ein S. Oliver Parfümduft, Try the New Fragrance. Ja, ne, und dann hast du hier auch noch einen Rabattcoupon mit dabei. Für Betty Barclay, S. Oliver, Otto Kern, Tabak und 47,11, 2 Euro Rabatt, wenn du für 10 Euro mindestens einkaufst. Auch nett, ne? Ist ein Rabattcode mit dabei. Und dann haben wir ja auch noch einen Rabattcode für Elvital mit dabei. Ich weiß nicht, was für ein Rabattcode. 2 Euro Rabatt beim Kauf von Elvital-Produkten im Wert von mindestens 6 Euro. Auch das ist nett, aber der ist abgelaufen. Von 29.03. bis 18.04. Wir haben heute den 24.04. Na, läuft. Ihr Lieben, das war jetzt mein Drogerie-Haul. Und ja, ich finde, es ist eine gute Ausbeute geworden. Und ich kann das Tauschpaket auch fertig packen. Ich freue mich total. Ihr werdet sehr bald davon hören. Und ja, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!